Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Herr der Ringe Online. Und wir sind heute nicht allein, denn wir machen ein Let's Play Together. Und an meiner Seite ist Celeste. Dann gib doch mal laut, mein Liebchen. Hallo. Schön, hallo. Genau. So, und wir machen heute die Bruin fort. Die Streitkräfte des Bösen sind an den Ufern des Bruins aufmarschiert und warten nun auf das Zeichen zum Angriff. Dunkle Wolken ziehen sich rasch zusammen, als ein großer Sturm aufzieht. Wenn die Furt fällt, ist auch Bruchteil in Gefahr. Die Schlacht steht kurz bevor. Wir machen es auf Level 48, denn 50 hat scheinbar nicht ganz so gut geklappt, also versuchen wir es jetzt auf 48. Und dann reisen wir mal los, würde ich sagen. So, ich rufe mir dann noch schnell mal meinen Darion. Und ja, da ist auch Celeste und wir werden mal mit Elro hier sprechen. Die Trommeln schlagen nicht mehr, Brianna. Der Angriff steht jetzt unmittelbar bevor. Macht euch bereit. Komm, lasst sie uns in der Mitte der Furt treffen und herausfordern, sich zu zeigen. Die Furt wird zu eurem Grab werden. Wir werden es nicht zulassen, dass ihr dieses Wasser überquert. Bruchteil wird euresgleichen niemals in die Hände fallen. Ja, auf geht's, würde ich sagen. Hey, jetzt ist er nur noch orange. Ja, und voll schön rot, ne? Ja, aber immerhin. Ja, ich weiß, klein Brianna ist schwach. Der erste Angriff steht bevor. Macht euch bereit. Da kommen sie. Auf geht's. Streng dich an, mein Liebchen. Ach, ich gebe mein Bestes. Boah, immer diese Die komischen wollen auch Wolken. nur unser Bestes, nämlich unser Leben. Ja, durch diesen Regen können wir nicht schießen. Boah, heult nicht rum. Sieg für Bruchtal! Ja, da ist Dre Ella da direkt wieder voll dabei. Sieg für Bruchtal! Droggelbecher! So, ach, da kommen schon die nächsten. Aber Elrond hier kann nur kritisieren, ne? Ja, das ist wohl wahr. Bleibt an ihm dran. Ja, dafür kann Ella Dan die ganze Zeit nur am angeben. Er fängt halt immer die ganze Zeit an. Bruchtal wird niemals fallen. Meine Klinge schneidet tief. Sieg für Bruchtal! Oh, Leute. Wieder dabei wären. Ja. Mensch. Stirbt endlich! Stirbt! Ist doch nicht wahr. Haben schon Sehe meine. ich gar nicht. Kollut der. Oh, krass los. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist denn der? Weiß es nicht. Hast du ihn gesehen? Ja, schon. Da, wo es halt immer so hell ist, wenn wir schnell fallen. Der gerade umgefallen ist, das war's. Das Banner Bruchtals fällt aus. Von Kolluts ausgestreckten Arm. Es sollte in der Mitte der Furt aufgestellt werden. Ich versuch ja. Ich versuch's ja. Wo ist die Küste? Die stehen alle drauf. Ich kann das hier doch erstmal zur Seite räumen. Ah. Sandsturz kichert. Bruchtal, Lorien und alles Elbische wird brennen. Sieg vor Bruchtal! Ah! Hey, lauf nicht an mir vorbei, du Wann Affe! Hast du die denn Was hast du hast du gesagt? die denn aufgestellt? Sag mal, du sollst, wenn du die aufgestellt hast, du sollst nicht aufstellen, du sollst kämpfen. Aber immer du warst. Aber er hat gesagt, ich soll sie aufstellen. Ja, aber du weißt doch, wir müssen auf die beiden Schnuckels hier aufpassen. Ach, sollen sie sich nicht so anstellen? Sieg vor Bruchtal! Hast du nicht gehört? Meine Klinge schneidet tiefe Wunden. Ha? Er hat's doch drauf. Da kommen sie. Ach, und meine Pfeile verbrennen das Fleisch. Haben wir wieder so einen Brüllaffe. Oh Gott. Ja, komm. Das ist doch direkt mal wieder so ein Herzchen, was? Das ist. Ist genauso schön wie die mit Kandu. Och Gott, geh weg mit Kandu. Weil der brennt noch, der ist noch schöner. Oh. Wie so ein Christbaum. Den kannst du ja auch ins Wohnzimmer stellen. Der erste Angriff wurde abgewehrt. Vor dem nächsten Angriff könnt ihr euch kurz ausruhen. Ist doch wie so ein kleiner Christbaum, oder? Befürchte aber, da bleibt deine Wohnung nicht. Vor allem, Bitte? ich glaube, dann stinkt deine Wohnung auch dort. Ich glaube nicht, dass er so gut riecht. Ja, aber ich glaube auch, der lässt nichts in der Wohnung ja, zusammen. Heile. Der macht das bestimmt alles zu Kleinholz. Außer die Wohnung sieht Hallo? vorher schon so Hallöchen? aus. Was?
Der zweite Angriff. Keine Lust mehr. Lass die sich doch mal ausruhen. Bruchteil soll auf ewig frei sein. Ja. Lass die Armen sich doch ausruhen. Chilleste. Mensch. Die wollen doch auch mal schlafen. Ich bin herzlos. Ja, aber voll. Die wollen doch auch nur schlafen, Mensch. Bleib's doch. Hat der mich hier voll weggehauen? Ich glaub's nicht. Schmeißt er mich hier durch die Brünfurt? Mensch. Ja, hast du fliegen gelernt? Ja. Irgendwie sehe ich mit meinem neuen Höschen aus, als hätte ich einen Rock an. So einen Mini-Rock. Ja. Wobei ich fand sie eigentlich ganz cool, als ich die andere da hatte. Was? Die andere? Also ich für. Ja, für einen Pfarrer. Achso, für einen Pfarrer. Mein Hauptcharakter. Ich fand das eigentlich ganz stylisch, aber die Farbe muss das gleich. Mhm. Oh, ich habe wieder eine Tat bekommen. Was habe ich bekommen? Ach, irgendwas. Egelbezwingerin. Irgendwas. Wahrscheinlich Würmchen. Und Riesen. Oh, ich stehe gerade wieder an einer sehr schönen Stelle bei dem. Und noch eine Tat. Oh, nee. Hm? Und kriegst du hier einen Tat nach der anderen? Ich muss mal hingucken. Weil ich cool bin, deshalb. Oh. Aber ich habe vorhin auch eine bekommen. Ja? Brutkönigin Bezwingerin. Spinnies. Ah, oh, giftiger Blutfall. Eure Wunden werden nie heilen. Ja, das werden wir aber sehen. Ich komme erst richtig in Fahrt. Ja, ich bei dir auch. Echt mal. Und du bist kein Nazgul. Oh, der ist. Und da kann man sich gar nicht entscheiden, wen man schöner findet, oder? Das sind doch alles so Herzchen. Ja. Ach, sind alle so unglaublich. Ja. Es ist einfach, da kann man die Klamotten fast nicht bei sich behalten, was? Boah. Du brauchst dich einfach nicht mehr zu reparieren, dann stehst du nackt da. Stimmt. Meine Klinge schneidet tiefe Wunden. Noch, was? Guck mal, da kommt so ein Sturm. Oh nein. Ein kühler Sturm zieht. Ein Sturm zieht auf. Ich weiß nicht, ob wir ihm standhalten können. Auf euch wartet nur der Tod. Oh. Darion, kannst du auch mal was Gescheiteres sagen als zu den Waffen? Außerdem, seit wann ist der denn der Befehlsgeber hier? Frag mich nicht. Ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen Intelligenzallergiker. Der hat immer nur so kurze Sätze. Mehr kriegt er nicht hin. Der Feind wird schwächer. Ja, schön. Könnt euch ausruhen. Ja! Ja! Juhu. Ja! Wunderbar! Ja, ein Salto! Ja! Handstand! Oh, ich habe ein paar. Ich habe ein Zeichen erhalten. Toll. Ich habe 7 Zeichen erhalten. Ja! Oder werden wir werden noch richtig reich an Zeichen. Du. Ich glaube auch. Wir haben es voll drauf, du. Wir sind voll das Zeichen-Dream-Team. Wo kommen sie denn jetzt her? Ah, rechts. So, dann machen wir mal einen auf Distanzangriff. Ach, da hatte jemand den. Meine Klinge schneidet tiefe Wunden. Okay. Ich wusste jetzt irgendwie gerade nicht, wo ich hinschieße. Also wirklich. Der Feind wird schwächer. Ja. Du, wäre ich ein Elf, wäre das jetzt peinlich. Aber da ich ja keiner bin. Was denn? Wäre ich ein Elf, wäre das jetzt peinlich. Elben wissen immer, wo sie sind. Ach so, das meinst du? Ja, aber du bist ja kein Elf. Du bist ja nur ein dummer Mensch. Da darfst du das. Ja, genau. Wir sind ja beides nur dumme Menschen. Sieg von Bruchtal! Elroia hat sich wieder selbstständig gemacht. Ach nein, Elroia! Dafür ist Ella dann wieder dran mit Sieg von Bruchtal. Boah. Drogebecher! Kümmerst du dich mal um den anderen mit? Um welchen anderen? Um wen geht's denn jetzt? Ja, der ist egal.
Weil ich gerade nicht gesehen habe, bei welchem du dran warst. Ja, weißt du? Also das Problem ist, dass es so ein bisschen dunkel ist. Ja, das stimmt. So, ach, da kommen sie wieder runtergesprungen. Ach nö. Oh. Den müssen wir doch in die... So, den müssen wir doch ein bisschen nass machen. Die Furt wird niemals fallen. Zeig kein Pardon. Ja, super, komm doch. Arschnass, du Gurbadu. Ja, immer auf den Jäger, richtig. Mhm, immer auf den armen Jäger. Wie gut, dass ich kein Jäger bin. Ha, ha. Ach, ist er schon ab? Ja, das ist der. Derjenige, ja, das ist derjenige mit der mittleren Rüstung. Du hast ja auch eine schwere, du Angeber. Ja, ich bin ja auch Waffenmeister. Ich bin cool, ja. Oh, ich habe Punkte bekommen. 10 Punkte. Mensch, ich kann mir bald Moria leisten. Morgash, der Ork rast los. Und wo? Ach, da. Wo ist er? Da oben. Da ist er. Sag mal, dein Krieger ist so ein bisschen... intelligenter als Denika, oder? Ein bisschen. Ein Fass mit schwarzem Pulver fällt leise neben Morgash. Die Basis des Nordturms scheint nicht gegen Angriffe geschützt zu sein. Ja. Komm, wir machen alles kaputt. Ja! Die Länder der Elben werden schon bald die Länder der Trolle sein. Was? Warum macht denn Sam? Warum rennt das nur? Ist der Unfall? Ja, ist total langweilig hier. Das geht doch nicht. Und meine coole neue Attacke. Jump. So. Jetzt habe ich so gerade ein bisschen Problem. Scheiße. In welche Richtung gucken? Und jetzt habe ich gerade wieder was voll auf den Kopf bekommen. Oh. Aua, sag ich da nur. Aua. Durchkuf wurde von eurem mächtigen Schieben niedergeschlagen. Der dritte Angriff wurde niedergeschlagen. Die Schlacht wandelt sich zu eurem Gunsten. Was wolltest du sagen? Mhm. Was? Was denkst du? Ein Keks für deine Gedanken. Ich bin völlig von der. Ja, ich bin völlig geflasht von der Art und Weise vorgehens. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ja, von deiner Attacke brauche ich nochmal eine Privatkostprobe. Okay. Der vierte Angriff, das muss der letzte sein. Sollte dieser Ort ihr Ende oder das unsere bedeuten, lasst es ihres sein. Ein Würmchen. Würmchen, komm zu mir. Du stehst ja voll auf Würmchen, ne? Würmchen. Ach, nein, du weißt auch, auf wen ich stehe. Auf diese heißen Orks in Urugard. Höhö. Was in Urugard? Ich glaube, es war... Was? Kann aber nicht die Schildkröten hintern, oder? Nein! Die größeren, nicht die Schildkröten hintern. Ach, die Uru. Die Urukai. Genau, die Urukai. Was geht denn hier ab? Ach du Kacke! Was ist das denn für ein Gangbang hier? Hallo. Hilfe! Noch einer erledigt, meine Klinge schneidet tiefe Wunden. Sag mal, Eladan war jetzt wieder eine ganze Weile leise, oder? Der hat schon ein ganz schönes Weilchen nichts mehr von sich gegeben. Wer bist denn du? Kein Sieg vom Bruchtal. Ja. Noch? Die Furt wird niemals fallen. Aber das war Elo hier. Boah, mein Name. Ein Würmchen, das große, ne? Was? Sieg vom Bruchtal! Das ist ja kein großes Würmchen. Nö, irgendwie nicht. Vielleicht hatte das Angst vor uns. Er weiß, was wir mit ihm antun. Och Gott. Riesen. Das sind doch auch Schande. Ach du Scheiße. Der hat mir auf den Kopf getreten. Und mich weggeschmissen. Ich glaub's nicht. Dafür wirst du sterben. Mich jetzt auch. Ich hab's ja schon vermisst, ne? Ja. Schön. Und? Ist lang keine Begegnung mehr gekommen, oder? Mögen meine Pfeile ihr Ziel treffen. Ja, sollten sie vielleicht. Wäre besser.
Wehe, wenn nicht so. Echt mal. Au. Von meinem Auge tränt gerade. Das liegt. Das liegt sicher an dem Regen. Wahrscheinlich. Mein Herz weint. Bei dir zu Hause rein, oder? Was? Wie bitte? Bei dir zu Hause rein? Nö. Aber mein Herz regnet doch. Mein Herz weint, wie hier der Regen fällt. Ach, da wollte ich so schön philosophisch sein, das hat irgendwie nicht geklappt. Der vierte Angriff wurde zurückgeschlagen. Jetzt beginnt die letzte Schlacht. Oh nein. Nun werden wir es zu Ende bringen. Mann gegen Mann. Jetzt bringen wir es zu Ende. Das Wasser steigt und der Brühen tost. Heute Abend gibt es Elbenfleisch. Selbst der Brühen wird brennen. Troll vernichtet diese Made. Ach du Scheiße, da ist der Troll. Hallo, Goruz. Goruz brennt. Warum brennt's im Wasser? Kann mir jemand die Logik erklären? Bleibt an ihn dran. Ich komme erst richtig in die Gänge. Okay. Wer war es? Eladan. Eladan kommt erst richtig in die Gänge. Ja, wenn der einen Urteil vor der Nase hat, ist das doch klar, oder? Gegen einen Elb. Da muss doch echt Gas geben. Ja. So, mein PC fand das gerade alles gerade nicht lustig. Bruchtal wird sich noch lange erinnern. An die erinnern, die ihm zum Zeitpunkt der größten Not zur Hilfe eilten. Eure Taten werden nicht so bald in Vergessenheit geraten. Heute haben wir einen großen Sieg errungen. Und weiter möchte ich nicht mit dir reden, denn ich habe das schon fortgespult. Ohne euch wäre der Sieg nicht möglich gewesen. Bruchtal dankt euch. Schön. Die Furt bleibt in unserem Besitz und Bruchtal wird zumindest am heutigen Tage kein Angriff ausgesetzt sein. Das war ein guter Sieg, von dem die feindlichen Truppen sich nicht so schnell erholen werden. Ja!